Absolut. Es gibt viele Kanäle, die sich auf ganz tolle Weise mit dem Thema psychische Gesundheit auseinandersetzen. Und da steckt ganz viel Potenzial drin. Die meisten Betroffenen, die ich begleiten durfte, haben sich auf die eine oder andere Art und Weise einsam, isoliert und ganz oft von ihrem Umfeld einfach nicht verstanden gefühlt. Ich erinnere mich zum Beispiel noch gut an eine Klientin, die mal zu mir sagte: Ich kann noch niemandem sagen, wie ich mich fühle. Die denken doch, ich bin verrückt. Und dieses Gefühl, dass sie anders sei, wurde sie nicht los, bis sie in einer Selbsthilfegruppe Betroffene kennenlernte, denen es genauso ging wie ihr. Und nach ein paar Monaten sagte sie dann zu mir: Also, wenn ich verrückt bin, dann gibt es schon ganz schön viele von mir. Und dann mussten wir beide natürlich total lachen. Und was mir diese Geschichte verdeutlicht hat, ist, dass es ganz wichtig ist, sich mit anderen auszutauschen, die ähnliche Geschichten erlebt haben. Zu hören, dass andere Gedanken haben, die genauso komisch sind wie meine, und zu sehen, dass man es trotz psychischer Probleme schaffen kann, dass es einem wieder besser geht. Soziale Netzwerke können dich also definitiv mit Menschen verbinden, die ähnliche Geschichten, Probleme oder Interessen haben. Und das gibt ein Gefühl von Zugehörigkeit und kann dir dabei helfen, deine eigenen Herausforderungen besser zu meistern. Und wer weiß, vielleicht bist du ja auch bald derjenige oder diejenige, die auf ihrem Weg unterstützt und andere ermutigt, dran zu bleiben und Erfolge zu feiern. Auf Recovery-Seiten berichten Betroffene meistens von Essstörungen, von ihren Erkrankungen und ihren Therapiewegen. Diese Erfahrungsberichte können super hilfreich sein, wenn es darum geht, zu verstehen, wie es anderen in einer Lebenssituation geht und vielleicht Ideen zu sammeln, wie man besser mit einer Erkrankung umgehen kann. Natürlich kann es aber auch sein, dass die Auseinandersetzung einen zu stark belastet, weil man zum Beispiel durch die Beschreibungen von anderen getriggert wird. Auch kann es natürlich sein, dass die Person von einer bestimmten Therapie berichtet, einem Hobby oder einer Lösungsstrategie, die super gut zu ihm oder ihr passt, aber so gar nichts für die eigene Lebenssituation ist. Das kann dann das Gefühl auslösen, dass man vielleicht irgendwas falsch macht oder sich nur mehr anstrengen muss, damit es einem besser geht. Dabei ist die Wahrheit, es gibt nicht die eine Lösung für alle. Insbesondere bei Recovery-Seiten, die das Thema Essstörungen besprechen, sollte man achtsam mit sich umgehen. Um herauszufinden, ob das Folgen dieser Seiten hilfreich oder schädlich für dich ist, kannst du dich zum Beispiel fragen: Erstens, wie geht es mir denn, wenn ich die Posts lese? Fühle ich mich verstanden, gut aufgehoben und wohl? Oder löst der Account andere Reaktionen in mir aus? Zum Beispiel, dass ich mich unter Druck gesetzt fühle, dass ich mich vergleiche und anfange, mich selber negativ zu bewerten. Zweitens, Hand aufs Herz. Welcher Anteil von dir schaut sich diese Seiten an? Der Anteil, der sich Unterstützung und Hilfe wünscht, oder der Anteil, der eigentlich gar nichts verändern will und womöglich mehr interessiert daran ist, dich zu vergleichen? Und drittens kannst du dich fragen, welchen Nutzen ziehst du aus der Seite? Nimmst du etwas für dein Leben mit? Fühlst du dich inspiriert, motiviert und schaffst es so weiterzumachen? Oder willst du danach eigentlich am liebsten die Decke über den Kopf ziehen? Ich glaube, wenn du ehrlich zu dir bist, wirst du wissen, ob das Folgen dieser Accounts dir eher hilft oder dir eher schadet. Hör einfach mal ganz genau in dich hinein. Als erstes wahrscheinlich wichtig zu wissen, dass es ganz menschlich ist, sich mit anderen zu vergleichen. Wir vergleichen uns, um in bestimmten Dingen besser zu werden oder um uns besser einschätzen zu können. Instagram und Co. bieten da natürlich die perfekte Grundlage, um uns nicht nur mit Freunden zu vergleichen, sondern auch zum Beispiel Influencerinnen. Ob wir allerdings einen Druck verspüren, so perfekt wie diese Influencerin zu sein, kommt ganz auf die Person an, die sich vergleicht, auf ihre Persönlichkeit und ihre Lebensumstände. Jemand mit einem geringen Selbstwert, der generell stark an sich zweifelt und unzufrieden ist, vergleicht sich womöglich stärker und lässt sich auch mehr durch diese Kanäle beeinflussen. Bei Menschen, die eine positive Meinung von sich haben, kann so ein Vergleich zum Beispiel auch positiv sein. Was die anderen machen, wie sie sich kleiden, wie sie lesen, für was oder wen sie sich engagieren, kann im besten Fall nicht nur unterhalten, sondern inspirieren und dazu motivieren, selbst aktiv zu werden.
Wichtig ist, unter all den verschiedenen Lebensentwürfen den eigenen Weg zu finden. Einen, der zu einem passt, der den eigenen Talenten und Interessen entspricht und sich dabei nicht nur von den Fotos blenden zu lassen, die im Instagram-Feed erscheinen. Denn die zeigen selbst unsere Freunde nur so, wie sie gesehen werden wollen, sind meistens stark bearbeitet und haben wenig mit einem spontanen Schnappschuss zu tun. Am Ende kommt es doch darauf an, sich selbst zu erinnern, was soziale Medien uns zeigen. Ein Ausschnitt, der in der Regel etwas Positives, Schönes und Besonderes teilt und oft gar nichts mit dem normalen Wahnsinn des alltäglichen Lebens zu tun hat. Wenn wir uns also daran erinnern, können wir unseren Freunden trotzdem ein Herz schicken, ohne unser Leben oder uns dadurch als langweilig oder weniger wertvoll zu sehen. Ein Vergleich in den sozialen Medien kann uns tatsächlich auch dabei helfen, herauszufinden, was wir wirklich wollen, Entscheidungen zu hinterfragen oder zu überlegen, bin ich mit meinem Leben noch zufrieden? In welche Richtung möchte ich mich weiterentwickeln? Und was möchte ich in nächster Zukunft haben oder erreichen? Soziale Medien können uns unterstützen, diese Fragen zu beantworten, aber meiner Meinung nach nur dann, wenn unser Feed bunt, abwechslungsreich und die Vielfalt des Lebens widerspiegelt. Es gibt so viele Vorbilder und Persönlichkeiten, die uns inspirieren können. Betroffene, die sowohl humorvoll als auch ehrlich über ihren Umgang mit Depressionen berichten, Jugendliche, die über gesunde Ernährung bloggen und Menschen, die ihren Körper auch ohne Retusche und Filter zeigen. Wenn dann ein Social Media Feed entsteht, der die menschliche Vielfalt abbildet, ist es nicht nur gut für uns, sondern auch für unsere psychische Gesundheit und unser eigenes Körpergefühl.